Frühjahr 2013 hat die Zeitschrift Kommunaltechnik in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof der Stadt Göttingen Akkugeräte von Stihl getestet. Die Akkumotorsäge MSA 200C arbeitet in einem bürstenlosen Elektromotor. Die Säge zeigte im Testeinsatz eine hohe Schnittleistung. Man kann damit spielend Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm fällen. Weniger gut hat den Testern die Ergonomie des Sicherheitsschalters gefallen. Gerade wenn beim Entlasten häufig umgegriffen werden muss, ist dieser nicht immer optimal zu erreichen. Die Verstellung der Kettenspannung hingegen ist gut gelöst. Sie lässt sich werkzeuglos einstellen. Haftöl ist das einzige Betriebsmittel, das regelmäßig nachgefüllt werden muss. Der Haftöltank fasst 210 Kubikzentimeter. In Kombination mit dem Rückenakku kann der Anwender bis zu 160 Minuten am Stück mit der Akkumotorsäge arbeiten. Das Stihl-Akku-Gerätesystem basiert auf 36 Volt Technik. Die Akkus lassen sich zwischen den Geräten tauschen. Im Testzeitraum waren die Temperaturen teilweise weit unter 0 Grad Celsius. Hier zeigte sich eine Schwäche der Akkutechnik. Ist es zu kalt, schalten sich die Akkus über eine Schutzelektronik ab, damit Gerät und Akku nicht beschädigt werden. In diesem Fall muss der Anwender eine Zwangspause einlegen. Die Akkuheckenschere HSA 86 hat den Testern vor allem durch ihr leichtes Gewicht von nur 3,3 Kilogramm und ihre sehr lange Akkulaufzeit überzeugt. Zusammen mit dem schwächsten Stihl-Kompakt-Akku kann das Gerät 60 Minuten am Stück eingesetzt werden. Das reichte für die allermeisten Einsätze der Mitarbeiter des Baubetriebshofes Göttingen aus. Die Ergonomie der Schalter gefiel den Testern sehr gut. Die Messergeschwindigkeit lässt sich über den Schalthebel stufenlos einstellen. Das Blasgerät BGA 85 zeigte im Test eine hohe Blasleistung. Braucht allerdings viel Energie. Entsprechend muss bei diesem Gerät ein starker Kompaktakku oder der Rückenakku verwendet werden. Stihl bietet zwei Akkuladegeräte an. Die Tester empfehlen das Schnellladegerät AL300. Damit lässt sich die Ladezeit im Vergleich zum Standardladegerät um 2/3 verkürzen. Insgesamt waren die Tester vom Baubetriebshof Göttingen sehr zufrieden mit der Leistung der Akkugeräte. Das Betriebsgeräusch der Geräte war sehr niedrig. Sie können daher sehr gut in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Dadurch, dass sie emissionsfrei arbeiten, werden nicht nur die Anwohner geschont, sondern auch die Anwender. Bei Temperaturen deutlich unter 0 Grad Celsius kommt die Akkutechnik allerdings an ihre Grenzen. Den kompletten Bericht zum KT-Praxistest lesen Sie in der Zeitschrift Kommunaltechnik, Ausgabe 3 2013.